sind wir aber wieder in der Debatte zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Und es spricht jetzt Erika Steinbach für die Unionsfraktion. Und haben bei der Umsetzung der Menschenrechte ist gewaltig. Und man hat oft den Eindruck, sie nimmt auch immer noch zu, anstatt es besser wird. Auch mehr als 65 Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kommt es weltweit immer wieder zu schwersten Menschenrechtsverletzungen. Und das Problem einer solchen Debatte ist, wenn wir all das beleuchten wollten, da würde keine ganze Stunde ausreichen, es würde kein Tag ausreichen. Und es würde keine Woche dafür ausreichen, wenn wir allen Menschen Gerechtigkeit widerfahren lassen wollten, die verfolgt sind. Und deshalb nur einige wenige besonders dramatische Beispiele. Die Gewaltherrschaft der Terrormiliz Islamischer Staat in Teilen Syriens und des Iraks entsetzt jeden Menschen, der ein Herz im Leibe hat. Der IS ist für schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Massenhinrichtungen, gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verantwortlich. Und seit der Ausrufung ihres Kalifats vor 1,5 Jahren muss von mindestens 3.600 Hinrichtungen allein in den syrischen Gebieten ausgegangen werden. Die Begründung für die Hinrichtungen lauten Homosexualität, Hexerei, Ehebruch, Abfall vom islamischen Glauben. Und der IS rekrutiert Kinder für seine Zwecke. Und die Schergen des IS scheuen auch nicht davor zurück, Frauen und selbst Kinder systematisch zu vergewaltigen. Religiöse und ethnische Minderheiten wie Jesiden und Christen werden nicht nur unterdrückt, sondern vertrieben und ermordet. Das haben wir sehr dramatisch sehen können in dem Film Der Jesid in Dützen-Tekkal. Dieser Film hat uns das nochmal plastisch und sehr beklemmend vor Augen geführt. Eine regelrechte Entführungsindustrie ist zu einer der wichtigen Finanzierungsquellen der Islamisten inzwischen herangewachsen. Das ist Sklavenhandlung im 21. Jahrhundert. Diese Vokabel Sklavenhandlung hatte man ja immer verortet in der Vergangenheit. Und das barbarische Vorgehen dieser Terrormiliz muss von der Staatengemeinschaft gezielt und auch planvoll gemeinsam beendet werden. Zumal, das sehen wir, auch Europa inzwischen zu deren Aktionsfeld gehört. Der Antrag der Koalition, über den wir heute beraten, greift einen weiteren zentralen Punkt heraus, denn er ist jenen gewidmet, die sich oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens selbstlos für die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem jeweiligen Land einsetzen. Er ist den Menschenrechtsverteidigern gewidmet. Sie engagieren sich in ihrem Land, wenn Menschenrechte missachtet, wenn Menschenrechte verletzt werden. Und das Risiko für dieses Engagement ist teilweise extrem hoch. Immer wieder werden Menschenrechtsverteidiger inhaftiert, sie werden gefoltert oder sie werden sogar getötet und manche verschwinden ganz einfach spurlos und tauchen niemals wieder auf. International dürfen wir die Augen nicht verschließen, wenn in Russland, wenn in der Türkei oder China und vielen, vielen anderen Ländern auch die Zivilgesellschaften immer mehr eingeschränkt werden, wenn Nichtregierungsorganisationen in ihrer Arbeit behindert werden und wenn kritische Journalisten in größter Gefahr sind. In Russland eröffnen Gesetze gegen die Nichtregierungsorganisationen den Behörden inzwischen die Möglichkeit, Andersdenkende zu verfolgen und die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit massiv einzuschränken. Russland stellt Menschenrechte nun sogar unter seinen nationalen Vorbehalt. Und mit dem gestrigen Beschluss der Duma kann das russische Verfassungsgericht selbst Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zurückweisen. Es ist auch zutiefst beunruhigend, wenn international das hohe Gut der Meinungs- und Medienfreiheit massiv unter Druck steht.
Laut Reporter ohne Grenzen wurden allein 2015 63 Journalisten getötet, 152 sind in Haft, 161 Blogger und Bürgerjournalisten sitzen ebenfalls in Gefängnissen. Und leider, das muss man sagen, ist auch die Menschenrechtslage in der Türkei besorgniserregend. Insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Verhandlungen zur Bekämpfung des IS und in Fragen der Flüchtlingspolitik. Nach dem jüngsten sogenannten EU-Fortschrittsbericht, besser wäre zu sagen Rückschrittsbericht, auf dem Wege zu Menschenrechtsstandards ist die Türkei nicht vorwärts gegangen, sondern sie ist auf dem Wege rückwärts in eine ungute Zeit. Die Werte der Europäischen Union, so wie wir sie manifestiert haben, werden nicht geachtet. In Istanbul durften die Menschen den Tod des Menschenrechtsanwalts Tahir Elçi, der am vergangenen Samstag unter ungeklärten Umständen auf offener Straße erschossen wurde, nicht einmal betrauern. Die Versammlung von hunderten Trauernden wurde mit Tränengas und Wasserwerfern gewaltsam beendet. Im Iran haben sich die diplomatischen Annäherungen zur Entschärfung des iranischen Atomprogrammes leider bislang noch nicht auf die Menschenrechtslage im Land ausgewirkt. Menschenrechtsanwälte und Menschenrechtsverteidiger werden über zum Teil Jahrzehnte hinweg weggesperrt und ihnen rechtsstaatliche Verfahren verwehrt, um sie mundtot zu machen, damit man sie nicht mehr hört. Wir signalisieren diesen Opfern mit unserer Debatte auch, dass sie nicht vergessen sind, selbst wenn wir ihnen nicht direkt helfen können. Unvergessen sind auch die inhaftierten 7 Bahai-Führungsmitglieder, unter ihnen 2 Frauen, deren Freilassung immer noch aussteht. Sie verbüßen aufgrund falscher Anklagen und ausschließlich wegen ihrer Religionszugehörigkeit 20-jährige Haftstrafen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und auch in Kuba, liebe Kollegin Groth, Sie haben einen Tunnelblick in Richtung Israel, aber es könnte Ihnen nicht schaden, wenn Sie Ihren Blick auch mal nach Kuba richten würden. Auch in Kuba hat das diplomatische Tauwetter die Menschenrechtslage im Land nicht verbessert. Allein im August wurden 768 Kubaner aus politischen Motiven kurzzeitig festgenommen. Mehr als 50 Regimekritiker sind im September 2015 von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte als politische Gefangene registriert. Und Kuba geht mit ungeheurer Härte gegen die Frauen der Nichtregierungsorganisation Damen in Weiß vor. Die Förderung und der Schutz von Menschenrechtsverteidigern sind ein wesentliches Element der EU-Außen- und Menschenrechtspolitik. Herzlichen Dank allen, die sich für Menschenrechte und für deren Verteidiger einsetzen. Wir wollen das seitens des Bundestages tun. Wir können nicht sehr viel helfen, aber indem wir öffentlich darüber debattieren, können wir das Sensorium dafür vielleicht ein wenig aufbauen. Dankeschön. Sagt Erika Steinbach, die menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Und genau in diese Richtung geht auch der von ihr genannte Koalitionsantrag, der hier Grundlage dieser Aussprache ist. Tom Königs jetzt als nächster Redner für die Bündnisgrünen. Auch er menschenrechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Vorige Woche ist in der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution durchgegangen, die üblicherweise im Konsens durchgeht. Zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Diesmal hat aber erstmalig Russland und China die Abstimmung verlangt und 117 Länder haben zugestimmt, 14 haben sie abgelehnt, darunter Russland und China und die üblichen Verdächtigen, Saudi-Arabien, Iran, Syrien, Burundi, Myanmar, aber auch Indien, Vietnam, Südafrika und Nigeria. 40 Staaten haben sich enthalten. In der Debatte wurde gesagt, die Menschenrechtsverteidiger brauchten keinen besonderen Schutz. Und wenn der Rechtsstaat funktioniert, dann seien die Menschenrechte ja auch ausreichend geschützt. Das sind sie eben nicht. Auch die Rechtsstaaten brauchen die Menschenrechtsverteidiger.
Denn alle Menschenrechte sind doch durch Kampf erkämpft worden, erreicht worden. Die Geschichte der Sozialdemokratie ist voll vom Kampf für die Versammlungsfreiheit. Oder in der Türkei die Pressefreiheit, ein umkämpftes Gut, ein umkämpftes Menschenrecht, Religionsfreiheit. Der ganze Orient kämpft um Religionsfreiheit. Und viele Flüchtlinge kommen zu uns, weil wir die Religionsfreiheit umsetzen. Freizügigkeit, ein Thema, was in Deutschland ja seinesgleichen sucht, aber auch jetzt wieder in Europa ein umkämpftes Menschenrecht. Der Sonderberichterstatter für Versammlungsfreiheit, Maina Kiai, hat von Shrinking Political Space gesprochen. Das heißt, der Freiraum für Menschenrechte wird enger durch Gesetze, NGO-Gesetze. Da werden Menschenrechtsverteidiger als Agenten bezeichnet, durch willkürliche Verhaftungen, Verbot der freien Rede oder der Versammlungen. Der Mord am Menschenrechtsanwalt Tahir Elci in der Türkei vor wenigen Tagen ist schon angesprochen worden. Im Juli wurde die Aktivistin und Künstlerin Nadia Vera in Mexiko vergewaltigt, gefoltert und ermordet, zusammen mit drei weiteren Frauen und ihrem Kollegen Ruben Espinosa. In Saudi-Arabien sitzt unter vielen anderen auch der inzwischen 21-jährige Ali al-Nimr im Gefängnis, und er wurde mit 17 Jahren zur Kreuzigung verurteilt. Und die Vorwürfe sind immer gleich. Das sind Staatsfeinde. Aber Menschenrechtsverteidiger sind keine Staatsfeinde. Der Staat braucht Menschenrechtsverteidiger, die den Zustand der Menschenrechte ständig überprüfen und beobachten. Auch Whistleblower sind Menschenrechtsverteidiger. Und es ist eine Schande für die westliche Welt, dass Edward Snowden immer noch in dem Land Russland, das sich gegen solche Menschenrechtsverteidiger-Resolutionen wehrt, verfault, vergammelt. Herr Schwabe, Sie haben gesagt, und in Ihrem Antrag kommt das auch vor, dass man humanitäres Asyl geben soll. Ja, warum denn nicht da? Denn es gibt kaum einen, der sich für das Menschenrecht auf Privacy mehr verdient gemacht hat als Edward Snowden. Ja, das schafft einem Ärger. Aber der Double Standard, dass wir da, wo es uns Ärger macht und wo es die Freunde sind, die vielleicht sich ärgern, wie die Vereinigten Staaten, dass man da nichts macht, aber sonst, wenn es um Saudi-Arabien geht, dann alles an die große Glocke hängt, das werfen uns diese Staaten vor. Das sind Double Standards. Und das ist die Pest für die Umsetzung von Menschenrechten. Es gibt starke Institutionen zum Schutz von Menschenrechten, vor allem der Menschenrechtsrat. Glücklicherweise ist dieses Jahr der Botschafter Rücker dort Präsident. Er setzt sich dafür ein, dass die Zivilgesellschaft dort vortragen kann, dass die Menschenrechtsverteidiger auch bis an die Institution herankommen. Aber es kann nicht sein, dass wenn eine eritreische Delegation aus der Zivilgesellschaft dort Kritik übt, dass sie dann schon in Genf von Jubel-Eritreern im Hotel verprügelt werden. In Genf. Es gibt scheinbar hoffnungslose Fälle. Die Staaten, die ich genannt habe, die Gefangenen, die fast vergessen sind. Da sagt man dann oft, da können wir ja nichts machen. Aber man kann immer etwas machen. Auch wir von hier. Das allererste, was wir machen können, ist, diese Menschenrechtsverteidiger zu kennen und sie nicht zu vergessen, sie bekannt zu machen. Und sie müssen auch wissen, dass wir sie kennen. Und ihre Staaten müssen auch wissen, dass wir sie kennen. Und wir machen so viele Reisen und Besuche, sowohl die Regierung als auch wir Abgeordnete. Wir sollten in jeder Reise Menschenrechtsverteidiger empfangen. In jeder Botschaft sagen, kennen Sie die Menschenrechtsverteidiger. Bei jedem Empfang in der Botschaft darauf drängen, dass die auch eingeladen werden. Denn oft ist das die einzige Möglichkeit, dass sie sich überhaupt zeigen, dass sie auch untereinander reden. Die deutschen Botschaften sollen diesen Kontakt halten.
Das gilt aber auch für deutsche Unternehmen. Auch die haben eine Verantwortung. Und wir versuchen das ja jetzt durch Diskussionen, diese Verantwortung der Unternehmen mehr zu fassen. Auch die deutschen Unternehmen haben eine Verantwortung für die Menschenrechte und die Menschenrechtsverteidiger in den Ländern, wo sie investieren. Der Investitionsschutz im Internationalen wird immer weiter entwickelt, immer mehr verschärft. Da werden Gerichte eingeführt, um das umzusetzen. Der Schutz der Menschenrechte und der Menschenrechtsverteidiger bleibt da im Internationalen weit zurück. Die Menschenrechtsverteidiger brauchen Schutz und Unterstützung, gerade auch in Auseinandersetzungen, die Unternehmen haben. Schutz vor Sicherheitskräften, Schutz vor Paramilitärs oder selbsternannten Sheriffs. Es ist immer ein falsches Signal, nur den Mächtigen die Hand zu reichen, ohne diejenigen, die für unsere gemeinsamen Werte eintreten, auch zu ermutigen und zu stärken. Wo Menschenrechtsverteidiger verfolgt werden, muss es auch unbürokratische Möglichkeiten zur Unterstützung geben. Und da ist das humanitäre Visum ein Teil. Wenn ich mir den Antrag ansehe, der ja sicher Konsens ist, denn Motherly Love und Apple Pie ist auch Konsens, dann würde ich mir ja doch wünschen, dass nach dem tapferen Gebrüll am Anfang im Feststellungsteil auch einige Forderungen kommen, die nicht nur Samtpfötchen haben, sondern vielleicht auch Zähne und Krallen. Und wenn wir das gemeinsam bearbeiten, wäre es ja vielleicht gut, dass nicht nur hingewiesen wird und sensibilisiert wird und man sich einsetzt und man besser berücksichtigt und man anmahnt und auch für Leitlinien das diplomatische Personal sensibilisiert, sondern dass man auch etwas Mut zeigt. Denn das, was die Menschenrechtsverteidiger wirklich auszeichnet, ist Mut. Ein bisschen Mut sollten wir auch bei einem Antrag haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Tom Königs war das, sprach für die Grünen, ja, der sich noch einiges Konkreteres, wie er gesagt hat, in dem Antrag der Koalitionsfraktion hier vorstellen könnte, auch wenn es Konsens gibt über die Richtung natürlich und auch über die weltweite Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern. Jetzt für die Sozialdemokraten Gabriele Heinrich. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. Auf den Tag genau heute, vor einem Jahr, hatte ich in meinem Büro ein Gespräch mit einer Menschenrechtsverteidigerin von Frauenrechten. Ich habe sie gefragt, wie wir aus Deutschland ihre Arbeit unterstützen könnten. Sie sagte, stärken Sie die Regierung von Somalia. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Wir sollten Ihre Regierung stärken in einem zerfallenen Staat. Ich habe erst später begriffen, was Fatun Adan, Menschenrechtspreisträgerin der Friedrich-Ebert-Stiftung 2014, gemeint hat. Fatun Adan ist Direktorin der Organisation Elman Peace and Human Rights Center. Sie hat 3 Töchter, ihr Mann wurde ermordet und von seinem erfolgreichen Unternehmen erbte sie nichts. Sie hatte keinen Sohn, aber sie könnte ja wieder heiraten, sagte seine Familie, die sich das Geld unter den Nagel riss. Sie gründete dennoch eine Organisation, die Frauen in Not rechtliche und psychologische Unterstützung, gesundheitliche Versorgung und Zuflucht bietet. Fatun Adan und ihre Mitstreiterinnen leisten Aufklärungsarbeit und haben mehrere Häuser als Anlaufstellen für Frauen eröffnet. In Somalia werden Frauenrechte mit Füßen getreten. Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, Zwangsheirat, Rechtlosigkeit. Diese Gewalt wird nicht direkt vom Staat ausgeübt, aber Täter und Täterinnen werden kaum bestraft. Es herrscht Straflosigkeit. Genau darauf zielte die Antwort von Fatun Adan ab. Nur ein stärkerer Staat könne die Menschenrechtsverletzungen der Clans und Milizen einschränken, auch die aus dem familiären Bereich gegenüber Frauen. Es gibt viele Regierungen auf dieser Welt, die für Menschenrechtsverletzungen in ihren Staaten verantwortlich sind. Auf sie müssen wir einwirken. Es muss aber auch gelingen, die Menschenrechte in den Gesellschaften durchzusetzen. Dafür brauchen wir die Köpfe der Menschen. Denn Menschenrechtsverteidiger werden nicht nur durch Staaten, Regierungen, Behörden verfolgt und bedroht, sondern auch
durch Teile der Zivilgesellschaft. Das relativiert in keinster Weise die ungeheuren Zahlen von staatlicher Verfolgung. Es zeigt aber, dass es ausgesprochen kompliziert sein kann, wenn man Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger schützen will. In Uganda begünstigt eine diskriminierende homosexuelle Gesetzgebung nicht nur die Verfolgung von LGBTI-Personen durch staatliche Stellen. Einschlägige Medien hetzen gegen Homosexuelle. Mitten aus der Gesellschaft kann sich ein Mob bilden, der Homosexuelle und ihre Verteidiger bedroht oder verletzt. Leider kommen die Täter manchmal direkt aus dem Gottesdienst. Denn rund um den Globus sind es oft religiös motivierte Gruppen, die gegen Menschenrechtsverteidiger vorgehen. Das können christlich-fundamentalistische Gemeinschaften ebenso sein wie islamistische Gruppierungen und viele andere. Nichtstaatliche Milizen schüchtern Frauenrechtlerinnen ein, Unternehmen bekämpfen Gewerkschafter. Es gibt viele Beispiele. Und wir müssen auch gar nicht so weit schauen. Auch in Deutschland werden Menschen, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen oder Aktivisten oder Journalisten, die gegen Nazis vorgehen, mittlerweile wieder bedroht. Letzte Woche in meinem Wahlkreis. 4 Neonazi-Gegner aus Mittelfranken erhielten Morddrohungen in Gestalt einer fiktiven Todesanzeige. Hier muss unser Rechtsstaat dafür sorgen, dass das nicht straflos bleibt. Die meisten Regierungen legen Wert auf eine gute internationale Reputation. Man kann versuchen, auf sie einzuwirken und Menschenrechtsverletzungen in ihren Ländern immer wieder benennen, natürlich besonders bei Gesprächen im jeweiligen Land. Oft ist es damit aber nicht getan. Unser Antrag zeigt sehr deutlich, dass uns ein vielfältiger Maßnahmenkatalog zur Verfügung steht, mit dem wir Menschenrechtsverteidiger verteidigen können. Diese Vielzahl der Mittel braucht es dringend. Im Hinblick auf die Zivilgesellschaft fordern wir dezentrale Maßnahmen für ein sicheres Umfeld und menschenrechtliche Leitlinien in den örtlichen Sprachen, die dem Volk auch bekannt gemacht werden müssen. Wir reden heute über Menschen, die für die Menschenrechte in ihren Ländern ihr Leben und ihre Freiheit riskieren. Sie sind Vorbild für die Zivilgesellschaft und oft die einzigen, die dem Terror trotzen. Sie sind uns Mahnung, wie wenig selbstverständlich die Menschenrechte in vielen Teilen der Erde sind und dass sich der Kampf lohnt. Sie brauchen all unsere Unterstützung. Vielen Dank. Gabriele Heinrich war das für die SPD-Fraktion und der nächste Redner hier in der Aussprache, Bernd Fabricius für die CDU-CSU-Fraktion, als Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Wochen hat der Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik eine Reise nach Kuba unternommen, um ein bilaterales Kulturabkommen voranzubringen. Zu unserer Kultur gehören auch Menschenrechte und deren Schutz. Auch wenn Sie, Frau Kollegin Groth und die Linke, meinen, dieser Bundesrepublik Deutschland ein distantes Verhältnis zu Menschenrechten vorzuwerfen, das ist nicht nur ein Tunnelblick, es ist ungeheuerlich und eine Unterstützungsleistung für genau die Schurkenstaaten, die solche Vergleiche dazu nutzen, eigenes Unwesen zu legitimieren. Während dieser Reise in die Sozialistische Republik Kuba wurden wir auch mit dem Schicksal der berühmten Damen in Weiß konfrontiert, die Sie, Frau Kollegin Steinbach, zu Recht angesprochen haben. Das war eine Erfahrung, die ich Ihnen heute gerne etwas näher bringen möchte. Die Damen in Weiß sind eine Gruppe von Menschenrechtsverteidigerinnen, die sich im Jahre 2003 zusammenschlossen, um öffentlich für die Freilassung ihrer Angehörigen zu kämpfen. Diese wiederum waren 79 Regimekritiker, die sich gewaltlos für die Menschenrechte in ihrem Land eingesetzt hatten. Sie wurden während des sogenannten Schwarzen Frühlings vom kommunistischen Regime auf Kuba verhaftet und zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Seitdem marschieren die Damen in Weiß jeden Sonntag durch Havanna und setzen ein sichtbares, friedliches Zeichen gegen die Willkür des Regimes und für Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Wie so viele Menschenrechtsverteidiger wurden auch die Damen in Weiß schließlich selbst Opfer von Verleumdung, Behinderungen, Repressionen durch ihren eigenen Staat. Regelmäßig werden sie von den kubanischen Sicherheitsbehörden
während ihres Marsches ohne ersichtlichen Grund verhaftet. Sie werden zwar nicht mehr wie früher lange festgehalten, dafür aber irgendwohin weit vor die Tore Havannas verschleppt und dort im Nirgendwo regelrecht ausgesetzt, von wo sie dann in Ermangelung eines Systems öffentlichen Nahverkehrs den langen und beschwerlichen Weg nach Hause zu Fuß antreten müssen, ungeachtet ihres Alters, der körperlichen Verfassung, des Wetters oder anderer Umstände, die Schikane schärfend wirken. Mit solchen Einschüchterungen sollen nicht nur die Damen in Weiß von ihrem friedlichen, aber wirksamen Protest abgehalten werden. Es soll der erhobene Zeigefinger gegen die eigene Bevölkerung sein, dass man sich mit derlei Aktionen in Kuba nur Scherereien einhandelt. Mit solchen Methoden wollen autoritäre Regimes weltweit einheimische Kritiker mundtot machen und ihren eigenen Machtanspruch sichern. Menschenrechtsverteidiger handeln aus den edelsten Motiven. Sie setzen ihre eigene Sicherheit aufs Spiel, um sich für die Rechte anderer einzusetzen. Dafür ernten sie Einschüchterungen, Repressionen, Verhaftungen und Entführungen. Im schlimmsten Fall werden sie gefoltert, ermordet oder sie verschwinden einfach für immer. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir mit dem heute vorliegenden Antrag, passend zum Tag der Menschenrechte, ein starkes Signal der Unterstützung und Solidarität mit Menschenrechtsverteidigern weltweit aussenden. Es geht uns mit diesem Antrag, meine Damen und Herren, aber nicht nur um ein Signal. Wir wollen einen Beitrag zur konkreten Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern leisten. Unser Antrag nennt hierzu eine ganze Reihe von Maßnahmen und Zielsetzungen. Wesentlich hierbei sind auch die geltenden EU-Leitlinien, die unter anderem den Aufbau und die Pflege systematischer Kontakte zu Menschenrechtsverteidigern sowie die regelmäßige Berichterstattung zu deren Situation durch unsere Auslandsvertretungen und ein allgemeines Mainstreaming in der EU-Außenpolitik vorsehen. Diese Leitlinien, die Sie, Kollege Schwabe, zu Recht auch schon erwähnt haben, haben sich als Instrument bewährt. Auch der Einsatz verschiedenster internationaler Organisationen als wichtige Akteure im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen wird in unserem Antrag erwähnt, namentlich etwa die Parlamentarische Versammlung des Europarates und die Interparlamentarische Union, die weiter gestärkt und gefördert werden müssen. Der Ausschuss für Menschenrechte von Parlamentariern in der IPU, in dem ich als Vertreter Deutschlands die 47 Staaten der Gruppe 12+ vertreten darf, befasst sich vor allem mit den Fällen jener Oppositionsvertreter, die aufgrund ihrer politischen Einstellung von den Regierungen ihres Landes drangsaliert, verhaftet, gefoltert oder ermordet werden. Der Fall des omanischen Politikers Talib al-Mamari sei genannt als ein erschreckendes Beispiel dafür, wie missliebige Regimekritiker selbst in solchen Staaten behandelt werden, die im Reigen autoritärer Systeme noch als weitsichtig gelten können. Der 2011 ins omanische Parlament gewählte Abgeordnete hatte schwere Umweltschäden in seiner Heimatregion angeprangert und sich für nachhaltigen Umweltschutz eingesetzt. Seine Teilnahme an einer Demonstration nahmen die Behörden schließlich zum Anlass, ihn trotz Immunität als Abgeordneter einige Tage später zu inhaftieren und in der Folge mehrfach zu unterschiedlich langen Haftstrafen zu verurteilen. Als Berichterstatter dieses IPU-Ausschusses konnte ich mir mit dem Ausschussvorsitzenden vor Ort ein Bild machen, Herrn al-Mamari sogar in der Haftanstalt besuchen und mit Vertretern des dortigen Parlaments über den Fall sprechen. Mit klaren und verbindlichen Entlassungszusagen beendeten wir die Fact-Finding-Mission. Man wollte im Oman Öffentlichkeit um jeden Preis vermeiden. Dieser Fall, meine Damen und Herren, zeigt zweierlei. Zum einen unterstreicht die Reaktion der omanischen Behörden, wie wichtig der Einsatz internationaler Organisationen wie der IPU für bedrängte Menschenrechtsverteidiger ist und welche Möglichkeiten diese haben. Öffentlichkeit fürchten Staaten mit schlechtem Gewissen vielleicht am meisten. Zum anderen rückt der Fall uns auch vor Augen, wie groß die Angst autoritärer Regime vor Menschenrechtsverteidigern ist, denn Herr al-Mamari sitzt trotz aller Zusagen bis zum heutigen Tage im Gefängnis. Passiert ist nämlich noch nichts. Wir bleiben aber dran.
Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, Menschenrechtsverteidigern konkrete Unterstützung zu gewähren, sei einfach. Das wäre eine bisweilen gefährliche Illusion. Am Rande der IPU-Vollversammlung in Hanoi im vergangenen März veranstaltete die deutsche und die schwedische Botschaft vor Ort ein gemeinsames Treffen mit Menschenrechtsverteidigern, übrigens ganz im Sinne der bereits angesprochenen EU-Leitlinien. Dafür möchte ich der Botschaft in Hanoi ausdrücklich danken und auch Ihnen, Frau Staatsminister Böhmer, dass Sie heute hier sind und die Bedeutung dieses Themas für Sie unterstreichen. Die Veranstaltung in Hanoi wurde von vietnamesischen Sicherheitsbehörden massiv behindert. Sämtliche vietnamesischen Teilnehmer wurden gefilmt und fotografiert. Viel schlimmer war jedoch, dass wir direkt nach unserer Abreise aus Vietnam erfahren mussten, dass einige Interessierte gar nicht erst zur Veranstaltung anreisen konnten, dass sie von Sicherheitskräften mit Gewalt sogar aus Flugzeugen herausgefischt und dabei teils übel zugerichtet wurden. Ein solches Vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht akzeptieren. Ich danke Herrn Präsidenten Lammert ausdrücklich dafür, dass er als Leiter der deutschen IPU-Delegation in Hanoi diese eklatante Verletzung von Freiheitsrechten mit deutlichen Worten gegenüber dem Präsidenten des vietnamesischen Parlaments angesprochen hat. Gerade zum Tag der Menschenrechte muss ich leider auch darauf hinweisen, dass wir in der letzten Zeit deutliche Rückschritte in der Sicherung von Rechtsstaatlichkeit und beim Schutz von Menschenrechten selbst in Ländern beobachten müssen, die zunächst auf einem guten Weg schienen. Offenkundig soll in diesen Ländern der eigene Machtanspruch erneut mit Schikanen, Behinderung und Bedrohung von Menschenrechtsverteidigern gesichert werden. Russland, meine Damen und Herren, hat erst am Dienstag in der Staatsduma entschieden, Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr als verbindlich anzuerkennen. Dieses Gesetz soll es der Regierung dort ausdrücklich erlauben, ihre eigenen Absichten selbst gegen Menschenrechte durchzusetzen. Das ist beschämend. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal auf die Damen in Weiß zurückkommen. Diese konnten letztlich trotz aller Repressionen und Behinderungen die Freilassung ihrer Angehörigen durchsetzen. Das hält sich jedoch nicht davon ab, bis zum heutigen Tage weiter jeden Sonntag durch Havanna zu ziehen, um so auf die desolate Menschenrechtslage ihrer Landsleute aufmerksam zu machen. Stoisch nehmen sie weiter jede Woche den beschwerlichen Weg zu Fuß zurück in die Stadt auf sich und setzen so Zeichen der Beharrlichkeit und des Willens, in ihrem Land zu wirklichen Verbesserungen beizutragen. Die schönste Form echter revolutionärer Vaterlandsliebe. Genauso beharrlich müssen auch wir dranbleiben. Im steten Kampf für Menschenrechte dürfen wir nicht nachlassen. Ich bitte deswegen um Zustimmung für unseren Antrag. Danke. Herr Fabricius war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, die Debatte passend zum Tag der Menschenrechte, sagte Bernd Fabricius. Der ist allerdings nicht heute, sondern in der kommenden Woche, am 10. Dezember. Da wird immer nämlich an die Verkündung der UN-Menschenrechtscharta gedacht, am 10. Dezember 1948. Jetzt hier geht es weiter in der Aussprache mit Ute Fink-Krämer für die SPD-Fraktion. Aus Aserbaidschan näher bringen, die im August zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden ist. Sie steht beispielhaft für eine ganze Reihe von Menschenrechtsverteidigern in Aserbaidschan, gegen die das Regime mit drastischen Maßnahmen vorgeht. Sie ist Vorsitzende der aserbaidschanischen Nichtregierungsorganisation Institute for Peace and Democracy. Und sie setzt sich aktiv für einen Friedensprozess im Bergkarabach-Konflikt ein. Für eingefrorene Konflikte ist es wichtig, dass Menschen sich für den Friedensprozess einsetzen, die nicht die offizielle Regierungslinie vertreten. Wenn die Regierung von Aserbaidschan möchte, dass die Menschen, die wegen des Konfliktes aus ihrer Heimat fliehen mussten, dorthin zurückkehren können, wäre es gut, Leyla Yunus mit ihrem Institut dazu einen Beitrag leisten zu lassen. Das geht aber nur, wenn sie freigelassen wird. Aserbaidschan ist allen wesentlichen internationalen Menschenrechtsabkommen beigetreten, 2002 auch der Europäischen Menschenrechtskonvention. Leyla Yunus' Gesundheitszustand hat sich in der Haft stark verschlechtert. Insofern hoffen wir, dass sie bald freikommt, ebenso wie ihr Mann, der aus der Haft entlassen wurde und jetzt unter Hausarrest steht. Menschen, die gewaltfrei von der Regierungslinie in ihrem Heimatland abweichen, dürfen dafür nicht kriminalisiert werden.
Das muss für alle Länder gelten, aber wir setzen uns ganz besonders dafür ein, für die Länder, mit denen wir im Europarat zusammenarbeiten. Menschenrechte wie die Presse- und Meinungsfreiheit oder das Recht, sich zu Vereinigungen, wie etwa Gewerkschaften, zusammenzuschließen, werden wertlos, wenn sie nicht wahrgenommen werden können. Menschenrechtsverteidiger nehmen einerseits diese Rechte selber wahr und setzen sich andererseits dafür ein, dass andere sie wahrnehmen können. Dafür gebührt Ihnen unser besonderer Dank. Deshalb muss es auch unser gemeinsames menschenrechtspolitisches Anliegen sein, Menschenrechtsverteidiger in ihrer Arbeit zu unterstützen und sie dort, wo sie verfolgt werden, so gut wie möglich zu schützen. Das kann nicht nur dadurch geschehen, dass wir uns von hier aus öffentlich für sie einsetzen. Es wurden auch andere Methoden entwickelt, zum Beispiel von Organisationen wie den Peace Brigades International, die vor Ort Menschenrechtsverteidiger begleiten in lateinamerikanischen Ländern, aber auch in Kenia, und ihnen helfen, Unterstützernetzwerke in ihrem jeweiligen Land aufzubauen, die bei Angriffen oder Verhaftung aus dem Land heraus protestieren können. Aber auch Schulungen in gewaltfreier Konfliktbearbeitung sind hilfreich, denn wer in seinem Umfeld für seinen konstruktiven Umgang mit Konflikten geschätzt wird, der ist besser vor Angriffen geschützt, weil andere sich dann für ihn aktiv einsetzen. Eine weitere Möglichkeit, politisch Verfolgte zu unterstützen, zeigt uns die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Sie lädt politisch Verfolgte für ein Jahr ein, damit sie in Hamburg, in unserem Land, ohne Angst und Sicherheit arbeiten und sich von der Repression, unter der sie gelitten haben, erholen können. Bis auf eine Menschenrechtsverteidigerin sind übrigens alle ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten dieser Hamburger Stiftung in Freiheit, das heißt, dieses Jahr Erholung und die Aufmerksamkeit, die sie durch dieses Stipendium erhalten haben, hat ihnen geholfen, hat sie unterstützt. Die einzige Ausnahme ist leider Leila Yunus. Die Hamburger Stiftung hilft ihren Gästen dabei, sich mit deutschen und internationalen Meinungsbildnern aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft zu vernetzen. Ich freue mich, dass es in Deutschland eine solche Einrichtung gibt. Vielen Dank. Ute Fink-Krämer war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt einen Redner zu diesem Tagesordnungspunkt haben wir noch. Das ist der Abgeordnete Frank Heinrich für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, wir haben es inzwischen festgestellt, anlässlich des Tages der Menschenrechte, der nächste Woche stattfindet, jährlich, haben wir heute dieses Thema der Menschenrechtsverteidiger und ihres Schutzes in den Mittelpunkt gestellt, auch des Antrages, den wir vorgelegt haben. Ich möchte Ihnen heute, wie bei vielen meiner Kollegen auch schon, eine Person dabei vorstellen, Frau Do Thi Minh Han. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, sie gleich zweimal zu treffen. Einmal, wie auf dem Bild, in meinem Büro in Berlin. Einige von Ihnen, meinen Kollegen, haben sie auch getroffen. Herr Brandt ist Pate von ihr. Doch noch 7 Monate vorher musste ich dazu in ein vietnamesisches Gefängnis in Hanoi gehen, wie das auch einige der Kollegen schon erzählt haben. Zu diesem Zeitpunkt war sie als Gewerkschafterin mit etwa 3 Dutzend anderen inhaftierten Vietnamesen, die wegen willkürlicher Verhaftungen von den Vereinten Nationen namentlich benannt war und deren Freilassung gefordert worden war. Kurze Zeit nach meinem Besuch wurde sie ohne Auflagen entlassen. Es wurde ihr empfohlen, wenn sie ins Ausland reist, doch bitte dort zu bleiben. Das war das Einzige, was man damit verband. Und im November hatte sie dann die Möglichkeit, hierher zu kommen und uns hier zu besuchen. Unter anderem entstand da dieses Bild in meinem Büro. Doch als letzte Woche musste ich erfahren, dass Frau Han als Mitglied der Lao Dong Viet Independent Union gemeinsam mit ihrem Kollegen verhaftet wurde. Und ihr Verbrechen war, sie war Teil eines Treffens mit Arbeitnehmern von einem südkoreanischen Unternehmen, bei dem es um Arbeitnehmerrechte und Verdienstausfall ging. Polizeikräfte haben dieses Zusammentreffen beendet
Frau Han und ihr Kollege Herr Duc wurden in Polizeigewahrsam genommen. Bis zum Morgen darauf wurden sie festgehalten und offenbar von Polizeikräften brutal geschlagen. Inzwischen konnten die Verletzungen an Kopf und Auge im Krankenhaus behandelt werden. Sie leidet aber bis heute unter Sehstörungen. Ein weiterer Fall, es wurden schon ähnliche genannt, Aserbaidschan. Rasul Rafarov ist Gründer und Vorsitzender eines Menschenrechtsclubs, einer unabhängigen Menschenrechtsgruppe und laut Human Rights einer der angesehensten, schärfsten Kritiker der politisch inhaftierten, motivierten Verfolgung in seinem Land, Strafverfolgung. Im August vergangenes Jahres brachte er eine Kampagne Sports for Rights in Umlauf und Sportler sollten dabei während der Europaspiele in Aserbaidschan, der eine oder andere mag sich erinnern, im Juni diesen Jahres, für die Freilassung widerrechtlicher Inhaftierungen von Aktivisten hinweisen. Und er konnte seine Pläne deshalb nicht durchführen, weil er am nächsten Tag verhaftet wurde. Und im April diesen Jahres zu 6,5 Jahren verurteilt wurde. Ihm werden illegales Unternehmertum, Machtmissbrauch, Steuerhinterziehung, was man alles dann so findet, vorgeworfen. Während dieser Spiele wurde uns unterdessen ein Bildermärchen eines Landes vorgelegt, wer von gefälschten Wahlen, Korruption, fehlender Meinungsbildung und Freiheit berichtet hat, wird drangsaliert, bedroht und inhaftiert. In diesem Land gibt es etwa 100 politische Gefangene und Herr Stresser als Menschenrechtsbeauftragter, Sie haben darunter, könnten Sie ganze Lieder erzählen. Er ist derjenige, der deshalb nicht mehr ins Land darf, weil er da seinen Finger immer draufgelegt hat. Auch Europaratskommissar Nils Musieniec, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, verurteilt das klare Muster der Unterdrückung in Aserbaidschan gegen Journalisten, Blogger und andere Aktivisten. Einige weitere wichtige Zivilgesellschaftsvertreter haben seit Sommer 2014 das Land verlassen und in einem Fall auch humanitäres Asyl in einer westlichen Botschaft gesucht. Ein drittes Beispiel möchte ich nennen. Letzte Woche saß aus Bahrain, das fiel auch zweimal, eine junge Frau bei mir im Büro, Journalistin und berichtete von den Erfahrungen und die Missstände in ihrem Land. Dafür bekam sie später einen Award, Menschenrechts-Award, den ich jetzt nicht nenne, wie ich auch ihren Namen nicht nenne, weil ich sie nicht in Schwierigkeiten bringen will. Das ist die eine Seite. Man bekommt so eine Ehrung. Auf der anderen Seite wurde sie von 5 Polizisten gefoltert in der Zeit, als man sie inhaftiert hatte. Für dieses Verbrechen hat sie keine Gerechtigkeit walten sehen. Sie und ihre Kollegen finden in ihrem Land keinen Schutz vor Folter und willkürlicher Verhaftung. Und sie sagte auch in Anwesenheit letzte Woche in meinem Büro, ich muss aufpassen, was ich wem wie erzähle, denn ich möchte das so nicht wiedererleben. Und doch möchte ich meinem Gewissen gegenüber deutlich Kante bekennen können. Und auch für den Menschenrechtsverteidiger Nabel Rajab, ebenfalls Bahrain, konnte ich mich letztes Jahr einsetzen, mehrere von uns ebenfalls. Er ist Präsident des Bahrain Centers for Human Rights, Mitglied bei Human Rights Watch, ist Blogger, hat 10 Jahre bekommen dafür, dass er über die Menschenrechtssituation in seinem Land berichtet hat. Laut Amnesty International ist er seit Juli aus gesundheitlichen Gründen letztlich dann aus Haft entlassen worden. Laut einem Bericht dieser Human Rights Watch, die ich gleich nochmal zitiere, fordern bahrainische Sicherheitskräfte, foltern sie bahrainische Häftlinge bei Verhören. Die Opfer müssen stehen bleiben, sie werden extremer Kälte ausgesetzt, sie werden sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Allein im Jahr 2011 gegründete Institutionen, die Beschwerden entgegennehmen sollen, also formelle Verbesserungen auswirken sollten, arbeiten weder unabhängig noch transparent. Es fiel vorhin die Zahl, Reporter ohne Grenzen, Frau Steinbach hat das erwähnt, 63 getötete Journalisten, mehrere hundert Inhaftierte alleine in diesem Jahr. Die Zahlen als solche sind erschreckend, deshalb ja auch dieser Antrag, der uns natürlich nicht nur geht, dass wir strukturell die Bedingungen verbessern wollen, sondern auch um diese Einzelpersonen, denn die da sind, Doti Minhan und Rasul Jafarov und Nabel Rajab, oder vorhin fiel Al-Mamari, oder es fiel immer wieder der Name Badawi, der Blogger, der 1000 Peitschenhiebe bekommen soll. Und viele Namen fallen uns da ein und Gesichter poppen hoch. Menschen, die ihre physische und psychische Gesundheit einsetzen, um sich für die Verbesserung der Menschenrechtslage in ihrem Land einzusetzen. Und wie bei Doti Minhan, wieder zurückzukehren in ihr Land, obwohl sie die Chance gehabt hätte, wegzubleiben. Damit sich die Bedingungen strukturell verbessern. Und jetzt hat sie wieder dafür kassiert.
Rasul Jafarov. Er war der, der mich eingeladen hatte und ich ihn besucht habe und er gesagt hat, jeden Tag kann mir das passieren. Damals ging es um den European Song Contest. Der Schutz dieser mutigen Menschen ist es ein wichtiges menschenrechtspolitisches Anliegen und deshalb haben wir nicht nur heute die Debatte unter diesen Schwerpunkt gelegt, sondern auch der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe wird aus dem Grund im nächsten Jahr einen Schwerpunkt auf den Schutz von Menschenrechtsverteidigern legen und dies dann auch bei den genannten Besuchen, auch bei unseren Aufforderungen an Botschafter, auch bei dem, wie wir mit den Botschaftern der betroffenen Länder hier reden, immer wieder verstärkt einbringen. Und oft fehlen dann wie in Bahrain die rechtsstaatlichen Strukturen. Nur selten werden die Verbrechen dann aufgeklärt und verurteilt. Und deshalb bin ich dankbar, wie schon eben gesagt, für Organisationen, die sich an dieser Stelle engagieren. Und auch hier in Deutschland Personen, die sich innerhalb der Organisationen engagieren. Und ich fordere auf, so wie wir als Politiker das versuchen, Solidarität zu äußern, bitte ich Sie, mit Organisationen und unabhängig Briefe zu schreiben, sich zu engagieren, Licht darauf zu werfen und Hoffnung zu machen in den Einzelsituationen. In einem Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, alle diplomatischen Mittel zu nutzen, die nur irgend möglich geht, um gegen Kriminalisierung von NGOs, friedlichen Menschenrechtsverteidigern vorzugehen, Organisationen zu unterstützen, die für Menschenrechtsverteidiger einstehen. Als Abgeordnete können wir das tun, wie wir verschiedene gerade gehört haben, als Pate einzusetzen, Petitionen unterschreiben, das können Sie auch als Bürger, als Einzeltäter, Prozessbeobachter aktiv zu werden. Ja, wir müssen an der Stelle noch mehr unserer Kollegen, wie Herr Schwabe vorhin gesagt hat, bitten, Paten zu werden und Licht für Kollegen mit reinzunehmen. Wir müssen Menschenrechtsverteidiger mehr über ihre Rechte und Möglichkeiten auch des Schutzes aufklären, die wir als Unterstützung aus unserem Land, in dem wir tatsächlich diese Freiheiten haben, erhalten können und an wen sie sich wenden können. Ich komme zum Schluss. Das sind am Schluss so viele Privatpersonen, für die man sich auch als Privatpersonen einsetzen kann. Ich selber mich entschieden, weiterhin Männer und Frauen wie Doti Minhan zu unterstützen, sie im Gefängnis zu besuchen, wenn wir dort sind, aber ihnen Mut zuzusprechen, auch mit Briefen, mit Aussagen von nicht vergessen und womöglich irgendeinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass ihr Unrecht aufgeklärt wird. Aber das wollen wir auch körperschaftlich als Parlament und als Regierung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.